Klimaikone Greta Thunberg, weggetragen von Polizisten. Im Netz kursiert derzeit dieses Video von ihrer Festnahme am Tagebau Garzweiler, wird millionenfach geteilt. Der Vorwurf? Die Festnahme ist nur inszeniert, eine Show für die Presse. Doch, Bild ist hautnah dabei, klärt auf. Nachdem Greta von der Polizei aus der Gruppe rausgelöst wurde, wurde sie von zwei Polizisten zu einer Polizeiwagenburg gebracht. Diese war allerdings schon mit anderen Klimaaktivisten voll, die nämlich dort ihre Personalien aufgeben sollten. Dann hatte man Greta wieder zurückgebracht und da entstand dieses Bild, dass man da für einige Minuten verweilte. Die Frage ist ja, ob das Ganze fake ist. Für mich sah es so aus, als sei das alles normal. Die Festnahme der Klimaikone Greta wieder einmal. Und auch wenn dieses Video für viele Verschwörungstheorien im Netz sorgt, zeigt es vor allem eins: Greta genießt keinen Promi-Status und wird behandelt wie jeder andere friedliche Demonstrant auch.